Das Technikmuseum lebt neben dem Engagement der Vereinsmitglieder nicht zuletzt von Eintrittsgeldern und Spenden. Glücklicherweise kommt durch Sponsoren immer wieder etwas dazu, damit die Arbeit fortgeführt werden kann. Nicht zum ersten Mal kam die MWG, die Magdeburger Wohnungsgenossenschaft, mit einem Scheck vorbei. Anlass war der 60. Geburtstag der MWG. Die Übergabe der Spende durch den MWG-Vorstandssprecher Thomas Fischbeck und deren Prokuristin Anja Mulkau war insofern bemerkenswert, als dass die MWG bereits anlässlich ihres Jubiläums im Rahmen einer Festveranstaltung, die im angemieteten Technikmuseum stattgefunden hatte, dem Verein eine Spende von 1.000 Euro zukommen ließ. Die erneute Spende von 2.000 Euro ergab sich aus der Tatsache, dass die MWG die geladenen Gäste gebeten hatte, statt Blumen und Geschenken Geld zugunsten des Museums zu spenden. Warum die Spenden ausgerechnet für das Technikmuseum? Das liegt ganz nahe, weil die Genossenschaft rekrutiert sich aus Maschinenbaugenossenschaften. Anfang der 50er Jahre, die Wohnungsknappheit spielte eine große Rolle und da ist die MWG, später MWG, zunächst als SKL und Marxwerk und Dimitrovwerk fusioniert. Magdeburg hatte große Schwierigkeiten mit dem Wohnen Anfang der 50er Jahre, Mitte der 50er Jahre. Die Menschen drängten in die Stadt. Hier war die Arbeit. Ja, und da lag es für uns eigentlich nahe, wenn wir den 60. feiern, da hinzugehen, wo der Ursprung war. Und der Ursprung war im SKL. Da ist es uns leider nicht gelungen, weil da produziert wird. Das ist aber eine sehr schöne Geschichte. Aber hier im Technikmuseum, wo Exponate des Maschinenbaus, die Tradition des Maschinenbaus gepflegt wird, da finde ich, fanden wir als Genossenschaft, das ist es auf jeden Fall wert, dass wir hierher kommen und hier unsere Festveranstaltung begangen haben. Und es war eine sehr schöne Geschichte und wir laden alle Magdeburger ein, hierher das sich anzugucken und in dieser Tradition auch ein bisschen weiterzuleben. Den Kindern das vor allen Dingen zu zeigen. Und damit das unkompliziert möglich ist, gibt es zwischen der MWG und dem Museum auch 2015 wieder ein Bonussystem, wodurch MWG-Mieter das Museum kostenlos besuchen können. Das Museum hat auch schon Verwendung für die Spende. Also angedacht sind die 2.000 Euro neben 1.000 Euro, die wir bereits als Spende von der MWG anlässlich ihres 60-jährigen Jubiläums erhalten haben, für eine Überdachung der Kümpelpresse. Die ist im Moment noch im Aufbau, machen Mitarbeiter der Giese MbH mit Unterstützung der AGE Magdeburg. Und das war eine Riesenaktion. Wir haben vor mittlerweile 5 Jahren seinerzeit die Presse geborgen. Und jetzt in diesem Jahr ist sie wieder so weit, dass sie wieder steht. Die Dampfversorgung ist nicht dabei. Auf die werden wir aus Kostengründen wahrscheinlich auch verzichten müssen. Aber dafür ist das gedacht, weil erfahrungsgemäß solche Objekte, wenn sie dann instand gesetzt sind, auch unbedingt einen Schutzdach brauchen, damit nicht gleich wieder der Rost sein Unwesen treiben kann, sondern dass man das dann auch wirklich in der Form erhalten kann. Wofür waren diese Kümpelpressen gedacht? Woher haben die eigentlich ihren Namen? Die Kümpelpresse, der Name kommt vom Kümpeln. Und Kümpeln ist das Drücken von Deckelböden, die für Behälter angefertigt wurden. Mit dieser Presse sind aber auch Kurbelwellen und viele, viele andere Schmiedeteile gedrückt und gepresst worden, geschmiedet worden. Also die ist vielfältig einsetzbar gewesen und war eigentlich auch bis zum Schluss im Einsatz. Ist dann, als das SKL abgewickelt wurde, ist die zurückgeblieben, stand über 15 Jahre auf dem Gelände ohne Halle. Und so ist sie hier angekommen. Wie gesagt, die Mitarbeiter der Giese haben das in mehreren Maßnahmen aufarbeiten können. Und wir sind glücklich, dass sie jetzt hier wieder ihren Standort gefunden hat, weil sie eben auch durchaus eine besondere Bedeutung hat. Alleine auch schon von der Größe und mal richtig ein schönes Es ist schon beeindruckend. Und wenn man von Schwermaschinenbau spricht, das wäre ein Teil, ist zwar in Köln-Kalk, produziert worden, aber hier sind Teile mitgeschmiedet und gepresst worden, die dann letzten Endes auch im Schwermaschinenbau Verwendung gefunden haben, aber eben auch an vielen, vielen anderen Stellen. Ja. Und so ein Behälter steht ja hier quasi hinter Ihnen, ja? So ein Behälter, da ist zumindest der Deckelboden, der wäre dann als
ja, als Beispiel, was man damit machen könnte. Dafür ist die Presse mal angeschafft worden, ja. Seit rund 2 Monaten steht die Presse auf dem Freigelände des Museums. Demnächst soll sie noch ein Schutzdach erhalten. Thomas Fischbeck hat noch eine Einladung für die Magdeburger. Da haben wir für alle Mitglieder, da sind eigentlich alle Magdeburger eingeladen, wieder ein interessanter Standort, Festung Mark. Da wollen wir ja, mit Spiel und Tanz und Unterhaltung auf diesen besonderen Geburtstag 60 Jahre aufmerksam machen. Wir haben ein buntes Programm, da kommen sehr viele. Da kommt zum Beispiel Kika Tanzalarm, also gerade als Familiengenossenschaft, denke ich, können wir uns da wunderbar zeigen. Und wer Lust und Laune hat, ist gerne eingeladen. Termin ist der 7. September, Einlass ist ab 13.30 Uhr.